Ja, hallöchen, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir haben wieder die Möglichkeit, die Menschen zu foltern. Ich bin gerade am Überlegen. Erstmal, dass wir jetzt weitermachen. Wir wollten ja eine Entwässerungsanlage bauen. Das war ja unser Plan. Jetzt ist die große Frage. Wohl, ich könnte natürlich auch erst mal. Haha. Warte mal. Ein Arzt wird in der Arztpraxis benötigt. Aber Spritzenhaus war wieder Behandlung. Ich vergesse es immer wieder. Ich gucke nochmal ganz kurz. Obwohl, das könnten wir erstmal verbessern mit dem Geld. Spritzenhaus. Ach man, hier. War Behandlung, ne? Behandlungstechnik, ne? Und das war genauso Behandlungstechnik, glaube. Genau, das heißt, wir werden. Wieso sind keine Kurse vorhanden? Habe ich gerade welche? Achso, ja, stimmt. Ich habe ja. Ah, okay. Okay. Stimmt, ich bilde ja gerade zwei Leute fort. Okay. Aber wir könnten eigentlich auch mal wieder eine neue Kampagne starten, ne? Wir könnten natürlich eine große Kampagne starten, das ist halt für alles. Was natürlich doof ist, weil dadurch kommen natürlich auch Leute, die sich vielleicht bei uns nicht behandeln lassen können. Also zum Beispiel ja Entwässerungsklinik. Würde natürlich erstmal keinen Sinn machen. Deshalb würde ich vielleicht sagen, wir machen weiterhin erstmal für die Station ein bisschen Werbung. Das wäre ja gar nicht so schlecht, ne? Komm, wir machen mal für die Station ein bisschen Werbung. So. Wir bräuchten langsam einen neuen. Okay, das haben wir auch. So, das heißt, wir machen jetzt Behandlungstechnik. Wo ist die Behandlungstechnik? Da. Behandlung. Okay, erstmal nur den. Megascanner können wir eigentlich auch irgendwann mal auf 3 machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Okay, es läuft zumindest schon mal mit dem Geld. Also mit dem Geldfluss kann man nicht meckern, läuft das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich merke aber gerade, wir brauchen hier vorne Personal. Wir brauchen definitiv hier vorne Personal. Marketing nervt mich. Ich will keinen haben, der Marketing hat. Also ich brauche jemanden, der wirklich nur für vorne, für Kundenservice zuständig ist. Und der nervt halt Marketing ein bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Okay, was wir hier jetzt machen müssen, oder besser gesagt machen sollten. Ich überlege halt, kriegen wir hier irgendein Zimmer rein? Nur so würden wir ein Zimmer reinbekommen. Was scheiße ist, was wir nie wollen. Auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wir werden jetzt hier einen Zeitschriftenstand hinmachen. Ja, dass die Leute ein bisschen hier, ne, sich weiterbilden können. Aha.
Und hier machen wir nochmal so einen Zeitschriftenstand. Dann machen wir. Muss mal kurz gucken, wo sind die Telefonzellen? Da. Okay, gibt's was, was wir mit 250 kaufen sollten? Gibt glaube ich nichts, ne? Nee, gibt's nichts. Okay, das heißt, wir werden jetzt Bänke erstmal hier hin machen, weil das nervt mich, dass die Leute hier immer stehen. So, genau wie hier. So. Dann kommt hier Energy. Als ob. Moment. So, aber jetzt müsste hier, glaube ich, Schneckerine-Automat hinpassen, jawohl. Das heißt, da machen wir auch auf der Seite hier, passt nicht mal hin, Mülleimer, okay. Mülleimer, den machen wir dann hier hin. Ja, und einen Mülleimer könnte man sogar hier hin machen, so. Heizung, weil die Leute hier frieren, hier ist mega kalt, okay. So. Würde ich sagen, hier ist es mega warm. Hier ist, glaube ich, sogar ein bisschen zu warm. Das heißt, vielleicht sollten wir, wenn wir jetzt die verkaufen, wie sieht es denn dann hier mit der Wärme aus? Dann geht es hier wieder, okay. Machen wir das so, okay. Dann haben sie es hier hinten auch warm, das ist sehr schön. Okay, dann können wir nämlich hier eine Pflanze hinmachen. So. Ja, was machen wir hier auf die Seite? Könnte man natürlich auch wieder Bänke hinmachen. Sollen wir nur, wir machen nur Bänge hier, das ist okay. Weil die Seite sehen wir jetzt nicht so. Also die interessiert uns auch nicht. Für Hände desinfizieren, auch wenn es hier schon mehr als reicht, können wir trotzdem hier hinmachen, das ist okay. Obwohl, wir könnten natürlich auch Trophäenschrank noch mit. Warte mal, machen wir mal Wäsch und dann machen wir. Dann machen wir hier nochmal ein Bücherregal hin. Und Trophäenschrank. So. Okay. Nee. Machen wir hier so ein Berggemälde hin. Zeichnungen können wir hin machen. Zap. Eine Uhr. Ein Kränzelein. Sieht natürlich am Fenster auch geil aus. Komm, mach mal am Fenster dran. Und ein Stühlchen. Wo machen wir? Hier hin? Ja, können wir hier machen. Neben der Heizung. Okay, da haben wir eigentlich erstmal. Gut, man könnte hier natürlich auch Telefone jetzt noch ein paar hinmachen. Das nervt mich jetzt gerade, das triggert mich ein bisschen. So. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unseren Boden verteilt haben. Das heißt, die Leute können sich dann jetzt erstmal hier hinsetzen. Das ist sehr schön. Halbe 10 Patienten können wir machen. Wir können hier auch noch was snacken, haben direkt die Toilette hier. Hier können sie noch Zeitschriften kaufen, wenn sie welche haben wollen. Und falls mal hier ein Assistent hinkommt, da ist eine. Oder auch nicht. Was ist mit ihr los eigentlich? Achso. Das ist ein Patient. Ups. Was? 11 Leute? Patienten treffen jetzt 12 Leute? Was ist mit meinem.
Ich habe ja Werbung für Spritzenhaus gemacht, ne? Kann das sein? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ich dachte, ich hätte gesehen, wie Jumbo McNally, der geniale Geschäft. Was habe ich nochmal gesagt? Die Werbung funktioniert nicht so ganz, ne? Ups. Leider war es nur ein Pappaufsteller, mit dem sein in Kürze stattfindender Vortrag zur finanziellen Zukunft von Two Point County beworben wird. Ich habe mich bereits angemeldet, um seinen inspirierenden Worten zu lauschen. Und Sie sollten das ebenfalls tun. Oh, ey, stellt euch mal vor, so wäre das in echt, ne? So wäre die Maschine in echt und so würde man eine Spritze reinbekommen. Also ich hätte so, also da würde ja die Leute wirklich mehr als verstehen, wenn die Angst haben vor Spritzen, ne? Alter, ab wann die glücklich ist, meine Herren. Was ist los? Was ist da los? Ja, die Leute sterben bei mir alle in der Warteschlange, ne? Das muss schon ein trauriger Tod sein, ne? Wenn dann so ein Anruf vom Krankenhaus kommt, ihr Mann, ihre Tochter, ihr Sohn ist in der Warteschlange gestorben. Das ist eigentlich voll traurig. Okay, Forschung, können wir direkt weitermachen. Wir machen jetzt, gut, wir können natürlich das auch mal irgendwann forschen, aber das will ich gar nicht. Wir machen jetzt Radiologie, würde ich sagen. Komm, wir verbessern mal die Radiologie. Und gucken mal ganz kurz vom Personal her, wer sich weiterbilden lassen kann. Bereit für Weiterbildung? Bereit für Weiterbildung, okay. Okay. Allgemeinmedizin 3. Machen wir jetzt erstmal noch nicht, weil wir logischerweise noch kein Geld haben. Ah, es läuft hier nicht schlecht jetzt, ne? Das kann man, da kann man nicht meckern. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Hier läuft's auch wieder. Mit der Warteschlange, die ist weg. Okay, sehr gut. Könnte man jetzt auch langsam mal wieder verbessern, obwohl, warte mal, hier sind 8 Leute gerade, ne? Es sind gerade 8 Leute. Sollen wir die verbessern jetzt? Sollen wir die Maschine jetzt verbessern? Ich weiß es nicht, Mann. Ein Assistent wird an der Aufnahme verlangt. Eigentlich wäre es sinnvoll, wenn sie Pause macht, verbessern, ne? Was, ich habe 0 Patientengehalt? So viele? Achso, ja. Ja. Gut, hier ist ein bisschen was los, ne? Für alle kurzfristigen Aalbedürfnisse. Das ist Radio Two Point. Okay. Die sollten wir definitiv jetzt erstmal weiterbilden. Beide Ärzte jetzt erstmal. Ist jetzt natürlich doof, ich weiß, weil gerade viel zu tun ist. Aber Pech gehabt, wir werden jetzt natürlich auch ein paar Verluste machen. Aber ist halt erstmal so. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Spritzenhaus wirft echt Geld ab, muss ich sagen, ne? Spritzenhaus wirft richtig, richtig Geld ab. Halt die Frage, wann geht denn die in die Pause, die Gutste? Ah, ein bisschen Energie hat sie noch. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden.
Okay, wir können eigentlich die Preise. Warte mal, wo ist das Spritzenhaus? Da könnte man ja eigentlich sagen. Ich finde das Spritzenhaus gerade nicht. Da. Ach, haben wir schon Behandlung auf 10, okay. Im Spritzenhaus wird ein Krankenpfleger benötigt. Okay, hier ist Pause, das heißt, wir können Spritzenhaus verbessern. Wenn da gerade Pause ist. Was ist denn hier los, ey? Oh, was für ein Stau hier auf der. Ja, aber genauso, ne? Geil. Kann das sein, dass es immer noch die Patienten von der Psychiatrie sind? Die eigentlich in die Psychiatrie sollten? Okay, das ist natürlich sehr heavy, muss ich sagen. Ups, dass sie immer noch da sind. Können wir gerade nicht. Müssen wir aber auch bald machen. Wir müssen bald definitiv auch mal unsere Hausmeister verbessern. Sie ist wieder da jetzt, oder was? Ist sie voll mit Energie jetzt schon? Oh, krass, scheiße. Das ging ja schnell. Das tun wir jetzt echt sorry, ne? Also... Gut, ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ist halt so. Okay. Psychiater, beide schon mal auf 5 jetzt verbessern. Wunderbar. Dann haben wir unsere Psychiater schon mal fertig verbessert. Haben wir noch einen Psychiater? Wir haben nur 2 Psychiater momentan, ne? Ja, okay. Okay, wir haben jetzt momentan nur 2 Psychiater. In Bleiten hat ein neuer Antiquitätenladen seine Pforten geöffnet. Das ist natürlich ein Pflichtbesuch für Bickleburths Bewertungen. Wie geil ist das denn? Ah, cool. Eine riesige Enttäuschung ist. Die einzigen Antiquitäten weiter. Farbtherapie brauchen wir jetzt gerade nicht, sorry. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Kampagne hier? Oder auf einem anderen Planeten. Perfekt, um einen großen Bogen darum zu machen. Hier läuft's noch nicht so wirklich, ne? Ein Hausmeister wird sogar. Weil die wollen, glaube ich, jetzt alle hier hin, ne? Helles Köpfchen können wir nicht machen. Okay. Okay. Dann beeindrucken wir mal den VIP. So, Spritzenhaus wird gerade auch verbessert, sehr schön. Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Ein Hausmeister wird zur Reparatur des. Das braucht der mega lange. Ey, für das Upgrade braucht die richtig lange. Was ist los? Mach ich immer, Mann. Ich bezahle dich hier nie zum. Ne? Lange brauchen. Ja, genau deshalb. Genau das meine ich. Aber ist gleich fertig. Ich meine, aber in Spritzenhaus ist gerade eh nichts los, ne? Ja gut, 3 Leute warten hier. An der Aufnahme wird ein Assistent benötigt. Da haben wir jetzt aber gerade 2, okay. Gut, Marketing können wir denn bald mal 3 geben. Aber ich glaube, das ist gerade nicht so wichtig. Oh, höchste Eisenbahn bei ihr hier, ne? Ein Arzt zur Radiologie, bitte. Okay, Psychiater sind auch sehr gut weitergebildet. Das freut mich doch.
läuft gerade richtig gut, muss ich sagen, ne? Es läuft gerade richtig, richtig, richtig gut. Das freut mich gerade wirklich. Ich weiß, ich sträube mich gerade ein bisschen dagegen, ein neues Gelände zu kaufen. Das liegt einfach dran, weil ich möchte erstmal, dass hier in dem Bereich, dass es hier absolut reibungslos funktioniert. Wirklich komplett reibungslos funktioniert. Es funktioniert noch nicht ganz reibungslos. Aber guck mal, wir haben... Da mit dem höchsten Prestige, warte mal. Mit dem höchsten Prestige geht das Krankenhaus mit dem schönsten Arbeitsumfeld. Ja, gut, okay. Ja, gut. Kann ich mit leben, dass wir das gerade nicht gewonnen haben? Könnte sich bitte ein Assistent beim Marketing einfinden? Okay, wir machen jetzt mal für das Spritzenhaus, würde ich sagen. So, machen wir jetzt mal eine kleine Kampagne für das Spritzenhaus. Das ist sehr schön. Hä? Wie sieht's denn hier aus? Nein, nein, können wir gerade nicht. Okay, ja gut, den können wir auch weiterbilden, ne? Ja. Das heißt, den Arzt beim Megascanner können wir bestimmt auch weiterbilden, ne? Entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Den sollten wir auch langsam mal weiterbilden. Diagnostik 1. Okay, geben wir dir mal Diagnostik 1. Können wir mal versuchen, aber schaffen wir nicht. 90 Tage ohne Todesfall, jo, ihr habt doch eine Macke. Also, ich bin doch hier nie hier, ne? Also, bitte. Gibt's bei mir, sowas gibt's bei mir nicht. 90 Tage ohne Todesfall. Was wollt ihr noch haben? Wollt ihr, dass ich euch kostenlos hier verarzte oder was? Also, ihr habt Wünsche. Ich muss ja auch von irgendwas leben, ne? Okay. Okay, können wir auch verbessern. Ist das wichtig eigentlich? Gut, dann müsste ich mal eine Marketing... Müsste ich mal für die Apotheke machen, ne? Ich glaube, ich müsste mal wirklich langsam für die Apotheke ein bisschen Werbung machen. Das heißt, jetzt können wir mal unsere Allgemeinmediziner verbessern. Machen wir jetzt erstmal Allgemeinmedizin 5, der Ende? Ja, okay, komm. Geben wir den erstmal Allgemeinmedizin 5. Können wir versuchen mit. Ja, komm, versuchen wir mal. 5er Warteschlange. Hier ist eine 6er Warteschlange. Ja, könnte knapp werden, aber wir versuchen es mal. Es läuft echt gut hier vorne. Kann man nicht. Oh. Ah, wird schon repariert, okay. Wir müssen uns natürlich auch langsam mal um unsere Hausmeister kümmern, ne? Die ignorieren wir die ganze Zeit und das ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das heißt eigentlich, wir könnten, da wäre jetzt, warte mal. Ich würde gerne meine Zyschader hier. Plus 30%, das sind nämlich gute Zyschader. Ali hoppsala. Wetterbericht. Man erwartet allen Ernstes von mir, dass ich den Wetterbericht vorlese. Ja, hallo. Wenn es denn sein muss.
Aufgrund der steigenden Konzentration der Feuchtigkeitsdichte in großen Höhen ist die Wahrscheinlichkeit für Niederschlag exponentiell angestiegen. Und das war das Wetter. Hat Schmüh gegeben, ne? Nein, Farbtherapie nicht. Ein Arzt zum Megascanner, bitte. Krass, hier ist jetzt schon eine 7er Dings, ne? Eine 6er, okay. Also was ich ein bisschen heftig finde, ist einfach, wir kriegen das nicht mit unseren Allgemeinmediziner. Was wir jetzt hinbekommen haben, ist, dass bei uns die Heilungsrate, glaube fast in jeder Abteilung bei 100% ist. Das ist sehr gut, also da können wir gerade wirklich nicht meckern. So. Würde ich sagen, jetzt erstmal unsere anderen Allgemeinmediziner, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen doof ist. Weil die, das sind die wichtigsten gerade. Ich kann nur jemanden Allgemeinmedizin 5 ausbilden. Wieso kann ich das? Achso, er ist gerade erst aufgestiegen. Ja gut, dann nochmal, komm. Machen wir das halt einzeln. So, wir brauchen eigentlich jetzt, um einen Stern zu bekommen, ne, nur noch müssen wir jetzt Anziehungskraft heilen. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Das bedeutet natürlich für uns, wir brauchen. Aber wo heilt man Anziehungskraft? Ist das die. Ah, okay. Okay, das ist die Anlage. Okay. Ich habe wieder 0 Patienten geheilt, ne? Weil der, guck mal, der ist jetzt erst dran. Der ist jetzt erst dran, ey. Ist das geil. Meine allgemeinen Mediziner könnte ich jetzt eigentlich auch langsam mal mit Geld hochpumpen, ne? Das wird er mal. Machen wir mal auf 30. Diagnose machen wir auf 20%. Radiologie machen wir auch mal auf 20. Station ist schon auf 20. Machen wir 10, wollen wir uns das lassen wir alles, das lassen wir alles, lassen wir alles, das mal alles, lassen wir alles. Okay. Können wir auch mal hier hochpumpen? So, das machen wir auch mal auf 10. Die einfache Antwort auf all diese Fragen ist natürlich nie. Keiner von Ihnen würde mit einem Hut auch nur halb so elegant aussehen wie ich. 10. Also, lassen Sie es besser gleich bleiben. Okay. So. Eigentlich müsste ich das doch jetzt schon gewonnen haben, verdiene 100.000, ne? Na gut, das kriege ich so schnell hin. Okay. Im Marketing wird ein Assistent benötigt. Nein, gerade keine Zeit. Stationsverwaltung verbessern. So, und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Es gibt wirklich ein Feuer. Die beste. Oh, warte mal. Okay, der. Der löscht schon das Feuer. Wunderbar. Instandhaltungsdurchsage. Ja, jetzt kann aber gleich repariert werden hier. Das heißt, wir brauchen hier, bevor wir jetzt beenden,
neuen Feuerlöscher. So. Ja, cool. Gefällt mir, wie es gerade läuft. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Gut, wir geben gerade die ganze Zeit kein Geld aus für neues Anwesen. Also seid mir da jetzt nicht so böse. Ich möchte wirklich erstmal hier, dass die Krankenpfleger und dass die Ärzte alle High-Level sind, ne? Und das haben wir ja fast geschafft. Ich glaube, hier, sie ist auch schon... Genau, das haben wir ja eigentlich fast geschafft hier. Auch schon. Sie sowieso. Dass wir dann die nächste Abteilung öffnen können, ne? Und dass wir tierische Anziehungskraft dann endlich mal... Dass wir den einen Stern bekommen. Das kriegen wir ja, definitiv ganz schnell jetzt auch noch hin. Und ja... Wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss!